Dann begrüße ich euch zu meinem Vortrag. Ich rede heute über Continuous Development, Continuous Integration, Continuous Deployment, die ganze Familie. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Hormans. Ich komme nicht, wie auf der vorigen Folie genannt ist, aus Berlin, sondern in Berlin ist die Firma, für die ich im Moment dieses Projekt mache. Ich komme aus Krefeld, vom Niederrhein in der Nähe von Düsseldorf. Ich bin in erster Linie Softwareentwickler im Java-Umfeld, mache aber schon seit langem auch Tätigkeiten, die man so in den letzten Jahren dem DevOps-Bereich zuordnen würde. Also ich habe lange Schnittstelle zwischen der damals noch neuen Java-Technologie und Rechenzentren betreut und mache heute halt auch viel im administrativen Umfeld und würde mich also nach Neusprech als DevOps bezeichnen. Ja, und ich bin eben als Freiberufler hauptsächlich tätig. Was ich jetzt vorstelle, ist in einem Projekt der QCIO entstanden. QCI ist eine kleine Firma, Tochter einer anderen GmbH. Und QCI hat sich zur Aufgabe gesetzt, viele Software, die man sonst so in der Cloud sich einsammelt, um Softwareentwicklungsprojekte zu machen, auf einer gemeinsamen Plattform nach europäischem Datenschutzrecht zu betreiben. Ich werde darüber nachher noch mehr erzählen, von daher soll es erstmal für die Einleitung reichen. Was habe ich heute vor? Gut, den ersten Teil haben wir fast abgewickelt. Wir sind gerade bei der Agenda. Ich will im ersten Teil kurz vorstellen, woher kommt diese Idee des Continuous Deployment? Was sind die Anfänge? Was verstehe ich darunter, wenn ich da im Folgenden drüber rede? Dann will ich die Werkzeuge vorstellen, die wir in unserem Projekt für diesen Continuous Delivery Bereich einsetzen und die wir dann eben auch bei QCI als ein Teil unserer Plattform anbieten. Ich will das Ganze, wenn Zeit ist, an einem Beispielprojekt zeigen, dass ihr mal so eine Idee bekommt, wie so ein Projekt aussieht, wobei das Projekt wirklich so trivial ist, dass es jeder verstehen wird. Ja, und zum Schluss soll halt auch noch ein bisschen Zeit für Diskussionen bleiben. Kommen wir zum ersten Teil. Was verstehe ich denn jetzt unter Continuous Delivery? Das Zitat, was ich hier ausgesucht habe, ist die deutsche Übersetzung des ersten Prinzips aus dem Agilen Manifest. Also das ist eine Internetseite, wo sich viele Leute aus dem Softwareentwicklungsbereich, Consultants, schon im Jahr 2001 zu agilen Methoden committed haben und eben beschreiben, was sie darunter verstehen. Und da ist es eben eine der wichtigsten Anforderungen an ein agiles Projekt, dass man dem Kunden möglichst frühzeitig immer wieder Software zur Verfügung stellt, damit man ein Feedback vom Kunden bekommt. Und da taucht eben das erste Mal dieser Begriff der kontinuierlichen Auslieferung von Software auf. Ja, wir begegnen damit den Herausforderungen, die wir jetzt auch so mit der DevOps-Strömung begegnen wollen. Wir haben so immer den Gegensatz zwischen dem, was Softwareentwickler wollen und dem, was, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt, zwischen dem, was Softwareentwickler wollen, und dem, was Administratoren wollen. Also Softwareentwickler ändern natürlich ständig Software und der Administration geht es darum, möglichst stabil den Betrieb der Software zu machen. Never change a running system ist ein Zitat, was jeder kennt. Ja, und das klassische Operating, ja, das macht dann so zweimal im Jahr irgendwie so ein Wochenende eine Downtime, um ein neues Release einzuspielen. Und ja, das agile Entwicklungsprojekt, das macht Sprints von 2 Wochen oder heute zum Teil sogar schon von nur noch 1 Woche und will eigentlich am Ende jedes Sprints diese Software seinen Kunden, seinen Stakeholdern vorführen.
Ja, und dann gibt es eben auch noch den Widerspruch zwischen Monitoring, so wie es die Administration standardmäßig macht. Das weiß hervorragend Bescheid über die Temperatur der Festplatten. Aber wenn man denen nicht sagt, wie man sieht, dass mit der Software irgendwas nicht stimmt, dann kann es sein, dass die Funktionalität der Software nicht gegeben ist und das Operating merkt es erstmal nicht. Dazu muss man denen eben Vorgaben machen und sagen, ja, wenn da und da das ist, dann bekommt unsere Anwendung keine Verbindung mehr zur Datenbank oder sowas. Ja, ich habe hier mal so einen ganz klassischen Prozess aufgemalt, wie so ein agiles Softwareprojekt arbeitet. Wir haben also klassisch so Zyklen. Und als wir mit agiler Softwareentwicklung angefangen haben in den 90er Jahren, war der Zyklus klassischerweise über diese drei Prozesse. Also man hat irgendwie geplant, man hat ein Stück programmiert, man hat dieses Stück Software gebaut. Unter Bauen verstehe ich an der Stelle vielleicht noch, man hat sowas wie Entwicklertests, so Unit-Tests mit ausgeführt. Und im Laufe der Zeit hat sich über die Jahre hinweg dieser Prozess, diese Iteration immer verlängert. Das heißt, wenn wir Continuous Integration betrachten, dann haben wir hier eine Testphase, die wirklich auch Funktionstests ausführen soll und das automatisiert. Wir gehen dann noch weiter, machen Continuous Delivery, das heißt, diese Software, die da automatisch getestet wurde und hoffentlich erfolgreich getestet wurde, die wird dann eben released, das heißt, die wird in irgendeiner Form paketiert, da wird irgendwie ein Debian-Paket, fällt da hinten raus oder sowas, das ich dann potenziell irgendwo installieren kann. Und dann wird sich noch verlängern, ich will das automatisch wirklich dann auch irgendwohin installieren, in der Testumgebung mindestens mal, wo mein Kunde sich das dann angucken kann. Ja, und letztendlich könnte man überlegen, wie man diesen Prozess wirklich dann auch in den produktiven Betrieb hinein verlängern kann. Also es gibt durchaus Start-ups, die heute so weit sind, dass sie ihre Software automatisch, wenn alle Tests durchgelaufen sind, dann wirklich auch automatisch in Betrieb nehmen. Ja, wie arbeiten wir, wenn wir kontinuierlich integrieren? Das Wichtige für mich ist, dass die Entwickler wirklich kontinuierlich ihre Software, jede Änderung, die sie machen, in denselben Branch integrieren, sodass ich jederzeit eben sehe, dass alle Änderungen zusammen auch funktionieren. Und ich habe dann eben eine Continuous Integration Plattform, Werkzeuge, die dann wirklich automatisch eben die Software bauen und dann hingehen, Tests ausführen und ich weiß am Ende, dieser Build, der dann irgendwann heute Nachmittag um 1 Uhr gelaufen ist, der hat funktioniert und den kann ich dann jederzeit aus meinem Git-Repository wieder rausholen und vielleicht am Freitag, wenn ich funktionierende Software zeigen muss, meinem Kunden vorführen. Und wenn das wirklich mal schief gehen sollte, dann kann ich als Entwickler natürlich hingehen und irgendwas, wovon ich weiß, dass es nicht funktioniert, weil ich eben jetzt heute Nachmittag keinen funktionierenden Stand mehr habe, dann kann ich das in meinen Entwicklerbranch committen und muss dann halt am nächsten Tag sehen, wie ich es integriere. Und wenn so ein Bild irgendwie mal fehlschlägt, dann sollte die Priorität des ganzen Teams darauf liegen, das wieder zu reparieren. Sprich, möglichst schnell wieder ein funktionierendes Bild hinzubekommen oder, wenn das nicht funktioniert, eben im Zweifel diese Änderung, die den kaputten Bild verursacht hat, zurückzunehmen. Ja, ich komme zum nächsten Teil des Vortrags, wo es darum gehen soll, die Werkzeuge vorzustellen, die wir da verwenden. Ich habe das mal wieder anhand dieses Prozesses gemacht. Das heißt, wir haben üblicherweise am Anfang für Projektplanung die üblichen Werkzeuge für Projektmanagement,
Auf der QSI-Plattform bieten wir dafür Jira an, was jetzt keine freie Software ist. Man kann das natürlich genauso gut tun, indem man seine Tickets zum Beispiel in Git mit verwaltet. Für andere Dokumentation bieten sich eben die Wikis an. Wir haben auf der QSI-Plattform da das Confluence. Dann kommt das eigentliche Programmieren. Das macht der Entwickler natürlich auf seinem Rechner. Der hat irgendwo sein Git-Projekt ausgecheckt, arbeitet am Code und das Werkzeug, um das zu integrieren, ist halt das Git. Und beim Bauen der Software fängt es natürlich an, dass ich meine Continuous Integration Plattform benutze. Das heißt, klar, auf meiner Entwickler-Workstation baue ich die Software mit Make oder im Java-Umfeld mit Maven, führe meine Entwicklertests aus, committe dann und dann geht eben die Integration-Plattform, in meinem Fall wird es gleich Jenkins sein, hin, checkt das aus, baut die Software und führt eben diese gleichen Tests unabhängig von meiner Workstation ab aus. Das heißt, die Entwicklertests werden da dann nochmal automatisch durchgeführt. Der nächste Schritt war das Ausführen von Integrationstests. Das heißt, ich habe dann eine automatisierte Testumgebung, wo die Software komplett mit unter Umständen anderen Modulen zusammengebaut und dann wieder getestet wird. Ich release, indem ich zum Beispiel Software in irgendeiner Form paketiere und indem ich dieses Release auch irgendwie im Git zum Beispiel durch ein Tag kennzeichne, so dass ich das, was da mal erfolgreich gebaut worden ist und released worden ist, auch jederzeit wieder auschecken und im Zweifelsfall branchen und fixen könnte. Ja, der nächste Schritt, das Bauen des, das Installieren der Software in irgendeiner Form. Ich werde dafür gleich Ansible als DevOps-Werkzeug vorschlagen. Ja, und das Letzte, im operativen Betrieb muss ich eben irgendwie dafür sorgen, dass ich ein Logging durchführe, wo ich eben auch wirklich Anwendungsfunktionalität loggen kann. Ja, hier ein Bild, was man dann auch auf der QSI-Webseite sieht. Wir beschäftigen uns heute in dem Vortrag eben hauptsächlich hier mit dem, ich sag mal, mittleren Teil des Prozesses. Das heißt, ich werde euch gleich GitBlit als eine Plattform, wo man selbst Git-Repositories mit einer, ich sag mal, GitHub-ähnlichen Oberfläche hosten kann, vorstellen. Ich werde euch Jenkins als unsere Continuous Integration Plattform vorstellen und werde euch das Ansible-Plugin im Jenkins zeigen, mit dem ich dann die Software ausrollen kann. Hier das Gerrit lassen wir dann auch nochmal außen vor, was als Werkzeug für Code-Reviews dienen kann. Ja. An der QSI-Plattform arbeiten wir mit, ich sag mal, 2 bis 3 Leuten, die verteilt in ganz Deutschland sitzen, also in Berlin, in Dortmund und in Krefeld. Wir haben das Ganze in viele kleine Softwarekomponenten aufgeteilt und da wir eben ja wirklich eine Plattform anbieten mit Softwareentwicklungswerkzeugen, wollen wir natürlich genau diese Plattform da auch exemplarisch benutzen. Wir wollen, wie ich es eben schon gesagt habe, alle Änderungen nachvollziehbar machen. Wir wollen klar mit dem kleinen Team einen möglichst einfachen Workflow haben, was aber auch dem Prozess des Continuous Delivery entspricht, dass ich eben wirklich kontinuierlich in denselben Branch committe. Ja, und wir wollen möglichst weitgehend automatisiert testen und später wirklich auch Software automatisiert ausrollen und das dann testen, dass das erfolgreich war. Wir wollen unsere erfolgreichen Builds
im Git getaggt haben. Wir wollen automatisiert die Software paketieren, automatisch konfigurieren und ausrollen letztendlich. Die Werkzeuge, Gitbit hatte ich genannt als Git-Hosting-Plattform. Die Software, die ich zeige, und ein großer Teil der Software, die wir selber entwickeln, ist Java-Software. Da ist Maven, ich sag mal, das Projektverwaltungstool, mit dem man die Bauprozesse, dass das Bauen des Projektes anstößt und dass die Struktur des Projektes im Git-Repository vorgibt. Dann eben Jenkins als Integration Server und Ansible für das Deployment. Ja, Git kennt ihr alle, denke ich heute, entstanden, weil das Linux-Kernel-Projekt zu dem proprietären Bitkeeper eine Alternative suchte und ist im Prinzip so eine Sammlung von Skripten in verschiedenen Programmiersprachen, in Perl, natürlich native C-Programme dabei. Es hat seinen Siegeszug damit gemacht, dass es 2800 GitHub als Plattform gibt und dass GitHub sich so eben als, ich sag mal, Git-Hosting-Plattform für viele freie Projekte durchgesetzt hat. Ich zähle mich mal zu den Java-Entwicklern und sage, wir als Java-Entwickler haben die dumme Eigenschaft, dass wir alles nochmal neu programmieren, in unserer Programmiersprache, um nicht auf irgendwelche Bibliotheken aufzusetzen. Also seit 2009 gibt es JGit, die Git-Protokolle komplett in Java implementiert. Zuerst mal als Client, um das eben in den Java-Entwicklungsumgebungen einzusetzen. Aber es enthält eben auch Server-Komponenten, sodass man eben in Java, ohne auf der Plattform überhaupt ein Git zur Verfügung zu haben, Git-Hosting machen kann. Und Gitblit macht sich das eben zunutze und bietet eine reine Plattform in Java an, auf der man relativ einfach dann Git-Hosting machen kann. Es gibt natürlich Alternativen wie Gitulite, GitLab und Gox in Golang, die ähnliche Funktionalität bieten. Das Maven will ich euch kurz darstellen. Es gab seit 2000 in der Java-Welt ARNT, also die Ameise, ein Werkzeug, was so ähnlich mächtig ist wie das von C bekannte Make, wo man eben so Abhängigkeiten deklariert zwischen dem kompilierten und dem Source-Programm und was dann eben, wenn an irgendwelchen Sourcen was geändert worden ist, genau die neu kompiliert. Ja, das ARNT hat, wie Java-Entwickler es dann auch lieben, eine XML-Syntax statt der ursprünglichen Make-File-Syntax, aber ansonsten ist es eigentlich sehr ähnlich. Weiterentwickelt hat sich das dadurch, dass 2004 Maven entstanden ist, ein neues Projekt. Das geht insofern weiter, als dass es eine bestimmte Verzeichnisstruktur für so ein Projekt vorschreibt. Also man weiß genau, wenn man so ein Projekt sieht, und das ist ein Maven-Projekt, dann gibt es da eben bestimmte Ordner und ich weiß genau, wo ich die Sourcen suchen muss, wo bestimmte Konfigurationsdateien liegen, wo Sprachübersetzungsdateien liegen und ähnliche Ressourcen. Und das Maven hat eben eine Plugin-Architektur und ermöglicht es, ja, dass man für bestimmte Dinge, eben wie fürs Testen, für Integrationstests, Plugins einbindet, die dann über Kommandozeilenaufrufe mit dem Projekt bestimmte Dinge tun. Ich werde eben dann nachher einerseits nur Entwicklertests ausführen oder eben einen kompletten Integrationstest ausführen und die Software dann letztendlich in Repositories zur Verfügung stellen. Weitere Eigenschaft von Maven eben auch, Repositories zur Verfügung zu stellen, in der die kompilierten Bibliotheken dann liegen und aus der man sie sich dann über lokales Kopieren von Dateien oder eben über HTTP-Protokoll holen kann. Ja, der Jenkins, den wir hier als Continuous Integration Plattform nutzen, hat auch schon eine ziemlich lange Historie.
Ich sagte eben 2001, seitdem gibt es den Begriff. 2005 ist der Vorgänger von Jenkins, damals hieß er Hudson, entstanden. Der Name Jenkins ist entstanden, so wie bei vielen anderen Projekten, als Oracle Sun Microsystems übernommen hat 2010. Haben die damit den Entwickler von Hudson übernommen. Der ist bei Oracle nicht länger als ein paar Monate geblieben, hat sein Projekt mitgenommen, hatte nicht die Rechte am Namen Hudson und seitdem gibt es eben Jenkins als Fork von Hudson. Und in diesem Jahr hat sich da nochmal einiges getan. Er hat die Versionsnummer von 1 auf 2 gehoben und seitdem, oder um diesen 2.0-Bild herum, sind die sogenannten Pipelines in Jenkins entstanden, die wir dann gleich was näher sehen werden. Ja, im Umfeld gibt es halt Webservice wie Travis, was aber eben mal als Dienst für Open-Source-Projekte zwar kostenlos nutzen kann, was aber eben keine freie Software in dem Sinne ist. Man kann natürlich heute mit GitLab CI eine ähnliche Funktionalität erreichen. Ja, das letzte Tool in meinem Zoo wird Ansible sein. Ihr kennt Configuration Management Werkzeuge. Ich glaube, es gibt heute Mittag noch einen Vortrag über Salt, weil von dir. Das würde auch in die Reihe gehören. Das Urgetier ist CF Engine, das ist also schon aus den 90er Jahren. Im Moment sind eben so Puppet und dann sind Ansible und Salt, ich sag mal so die modernen Tools, die heute in aller Munde sind. Also Puppet hat halt noch eine sehr hohe Verbreitung, aber wenn man heute anfängt, denke ich, würde man entweder mit Ansible oder mit Salt anfangen. Beide sind auf der Python-Plattform entstanden und haben ein bisschen anderen Fokus. Ansible kommt daher, dass man auf dem Rechner, den man bedient, keinen eigenen Dienst braucht, sondern dass alles über SSH konfiguriert wird, was naturgemäß ein bisschen langsamer ist. Salt kommt von der anderen Ecke, hat dort einen eigenen Prozess, ein eigenes Queuing-Protokoll, über die die Clients, die Server, auf die ich was deployen will, angesprochen werden und ja, ist von daher für größere Deployments sinnvoller. Wir benutzen hier an der Stelle Ansible, weil das eben als Ziel nur einen SSH-Dienst braucht. Also auf der Plattform, die ich bedienen will, brauche ich eigentlich nur Python und SSH. Das ist eigentlich fast überall gegeben. Und das Schöne ist, dass es ohne Root-Rechte benutzt werden kann. Das heißt, wenn ich wirklich nur eine Anwendung da deployen will und jetzt nicht, ich sag mal, über das Paketmanagement ein Paket installieren will, dann kann ich das als Entwickler tun. Und dann kann ich das mit Ansible automatisieren und ich brauche nicht das Root-Passwort, das der Admin mir nicht gibt. Und ich habe damit eben eine saubere Trennung auch zwischen Administration und Operations in diesem Bereich. Ja, an der Stelle wollte ich euch das in der Praxis ein bisschen zeigen. Ich habe dazu ein minimales Projekt vorbereitet. Wir haben noch 20 Minuten ungefähr. Da werde ich mal, ich denke mal, so 10 bis 15 davon investieren. Ich zeige euch zuerst mal meine tolle Anwendung. Das ist einfach nur ein Java-Servlet, was auch nur ein Text-Plain ausgibt und das ist auch nur irgendwie ein Hello Everybody. Ich habe das Ausgeben des Hellos in eine eigene Klasse gekapselt mit einem Interface und da die üblichen, ich sag mal, Entwicklertests drumherum gebaut. Das heißt, ich habe für dieses Interface Hello, was hier steht, was ich hier als ein Bean implementiere, hier diesen Test, der unterscheidet zwischen zwei Fällen. Das erste, es geht alles gut, sprich ich stecke in mein Bean dieses Everything rein und ich erwarte, dass rauskommt Hello Everything und ich stecke da Null rein, hier als Parameter
und ich erwarte, dass dann eine Null-Pointer-Exception rauskommt. Und wenn das durch Tests geht, dann erwarte ich als Entwickler, dass mein Bean da funktioniert. Damit habe ich aber eben wirklich nur diese Klasse getestet, nicht dieses eigentliche Servlet, was ich dann ja eigentlich nur über HTTP ansprechen kann. Und um das jetzt zu testen, habe ich eben wirklich einen komplexeren Test aufgebaut, einen Integrationstest. Und wenn ihr euch hier diese Setup-Methode mal anguckt, man muss das jetzt nicht alles verstehen, aber ihr seht, das Ding installiert einen Tomcat als Webserver. Mit dem Port 0 kriege ich einen zufälligen. Ich konfiguriere den Tomcat hier und starte den letztendlich, warte eine Sekunde und führe dann meinen eigentlichen Test aus und sehe dann, ob ich wirklich über HTTP von dem Servlet das bekomme, was ich will. Habe damit also schon mal so ein für mein minimales Projekt, jetzt hier mein Beispiel, sowas wie einen Integrationstest geschrieben. Das Ganze wird dann im Jenkins automatisch ausgeführt. Die neue Funktionalität, die ich eben versprochen habe mit Jenkins 2.0, sind eben diese sogenannten Pipelines. Das heißt, man macht wirklich so, wie unser Softwareentwicklungsprozess eben auf den Folien aussah, einzelne Schritte, die sukzessive ausgeführt werden. Das heißt, ich checke erstmal aus meinem Git aus, ich baue und führe hier den JUnit-Test aus, ich führe meinen Integrationstest aus, ich baue in diesem Fall eine VAR-Datei, die ich dann auf dem Tomcat deployen kann und letztendlich mache ich irgendwo automatisiert das Deployment hin. Ja, und wenn es eben irgendwo schief geht, dann bricht der Prozess ab und ich kann mir auch, ohne jetzt die ganze Logdatei mir anzugucken, indem ich hier drauf gucke, eben genau mir die Ausgabe des entsprechenden Schrittes angucken und sehe, was da schiefgegangen ist. Wir haben jetzt hier nochmal die Unit-Tests, die beiden. Und dann kommt hier unten der Integrationstest und da sehen wir, hier ist eine Exception passiert. Da habe ich eben das Everything auf Everybody geändert gehabt und das eben dem Test aber nicht nachgezogen. Deswegen ist er hier schiefgegangen und ich habe hier eben einen fehlgeschlagenen Test. Was hier passiert, das ist ein anderes, ich sag mal, neues Feature im Jenkins 2.0. Abgesehen, Jenkins kommt aus der Java-Ecke und war eigentlich dafür gedacht, so AND- und Maven-Prozesse zu automatisieren. Und hatte damit aber gegenüber so Plattformen wie Travis einen Nachteil. Bei Travis ist es so, dass ich eine Datei in mein Projekt einchecke und darin steht, wie es gebaut wird. Und das war dann mit im Git-Repository. Das ist bei Jenkins eben jetzt erst seit diesem Jahr so. Das heißt, man kann eine Datei damit einchecken, ein Jenkins-File, und dann weiß Jenkins, was es damit zu tun hat. Da ist einfach dann ein Skript drin, was über so eine DSL beschreibt, wie gebaut wird. Das wollte ich euch auch kurz zeigen, damit ihr da einen Eindruck wenigstens habt. Von der Sprache her ist das Groovy, also so eine Skriptsprache, die in der Java VM läuft. Allerdings, wenn man die spezielle Syntax hier nicht kennt, hilft es einem auch nichts, wenn man Groovy schreiben kann. Also im Prinzip beschreibe ich hier, auf welchem Jenkins soll das laufen. In meinem Mini-Projekt gibt es halt nur einen, den Master. Ich baue hier zwei Variablen zusammen, hole mir eben insbesondere vom Jenkins die Bildnummer, hänge die hier an meine Release-Nummer hinten dran, sodass ich so eine 1.0 und hinten die Bildnummer habe, sodass ich eindeutig für jedes Release eine eindeutige Version bekomme. Ich checke hier aus dem Git aus. Da steckt hier hinten mein SSH-Key mit drin, der Private Key im Jenkins-Server mit hinterlegt ist. Ja, und dann seht ihr als Stages die einzelnen Schritte, die da passieren. Das heißt, hier mein normales Maven-Test.
Test, was die normalen Unit-Tests ausführt. Ich habe hier ein Maven Verify, was die Integrationstests für mich ausführt. Bei beiden hinterlege ich die Testergebnisse so, dass man sich die dann hinterher im Jenkins auch angucken kann. Ja, dann rufe ich hier ein anderes Maven-Plugin auf, was mir das eigentliche Releasen macht. Das ist ein zusätzliches Maven-Plugin, was nicht so das Standard ist, was eben ja, hier die Bildnummer nimmt und wenn es erfolgreich durchgelaufen ist, dann auch wirklich im Repository das Tag setzt. Das nimmt also aus meiner Projektbeschreibung heraus die 1.0, hängt hinten die Bildnummer dran und taggt das Ganze bei Erfolg im Repository. Ja, und letztendlich rufe ich dann hier noch ein Ansible-Plugin auf, was mir dann das Deployment macht. Dazu rufe ich dann einfach nur ein Ansible-Playbook auf, was damit eingecheckt ist, was hier diese Rolle, Hello, da steckt eigentlich dann drin, was passiert. Dass ich eben auf der Zielplattform dafür sorge, dass ein Tomcat vorhanden ist, in den hinein ich dann meine Anwendung deploye. Wir können, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen tiefer reingucken. Ich habe das komplett jetzt hier alles in einem Repository. Diesen Ansible-Teil würde man normalerweise wahrscheinlich in ein Subrepository auslagern. Ihr seht hier die Rolle Hello, die da aufgerufen wird, die das eigentliche Deployment meiner Anwendung macht. Ansible verwendet da so YAML-Dateien, die das beschreiben. Das heißt, ich kopiere hier meine VAR-Datei in TEMP-Verzeichnis auf dem Zielserver, benenne die da in ZIP um, sorge dafür, dass es das Web-Absolute-Verzeichnis, also das, wo meine Anwendung drin ist, in dem Tomcat-Server gibt und packe dann diese ZIP-Datei, die ich da hingelegt habe, in dieses Verzeichnis aus. Das ist das eigentliche Deployment der Anwendung. Vorher habe ich dann eine Abhängigkeit definiert. Da steht, vorher muss die Rolle Tomcat auf der Zielplattform vorhanden sein. Hier steht noch so ein bisschen Minimalkonfiguration für den Tomcat mit drin. Die Rolle Tomcat ist eben eine weitere Rolle, die ist hier unter meiner Ansible Beschreibung gibt und da gibt es dann so eine Beschreibung, die dafür sorgt, dass ich da auf der Zielplattform ein Tomcat installiere. Ja, hier oben, das ist ein plattformspezifisches Ansible-Modul. Ich muss dafür sorgen, dass ich da einen User anlege. Ich bin kein Root. Nutze daher die API, die hier die Plattform, das ist die Hosting-Plattform, mir zur Verfügung stellt. Ich lege damit da einen User an, schalte da eine Domain auf. Ich sorge dafür, dass es die entsprechende File-Struktur gibt, die der Tomcat, in dem die Tomcat-Dateien da liegen. Ich kopiere den Tomcat selber dahin. Gucken, ob ich das von hier schaffe. Mache so ein bisschen Konfiguration so, da waren wir
Was wollte ich zeigen? Genau, konfiguriere hier so ein Monitor, das den Tomcat-Prozess beim Start des Servers startet, trage das in die Crontab ein, genauso so ein Log-Rotate, was mir die Log-Dateien vom Tomcat, also so kann ich wirklich ein produktives Deployment eines Tomcats beschreiben, sodass das Ding hinterher funktioniert, dass ich nichts vergesse, dass ich also wirklich immer dafür sorge, dass die Log-Dateien rotiert werden, dass ich immer dafür sorge, dass es so ein Monit gibt, der als Reboot gestartet wird und dann mit Zeitverzögerung den Tomcat starte, sodass ich damit letztendlich auch ein produktives Deployment machen kann. Habt ihr an der Stelle Fragen? Wahrscheinlich habe ich euch erschlagen. Es ging mir einfach darum, ein bisschen so einen Einblick zu geben, wie sowas in einem Projekt aussehen kann, wie es funktioniert. Eine Frage hätte ich. Ja? Das Ganze ist ein Projekt mit 3-4 Entwicklern. Also das Beispiel ist natürlich jetzt hier ein triviales. Ja. Wie würde so ein Projektaufbau aussehen, wenn ich 350 Entwickler über 7 Standorte in ganz Europa verteilt habe? Circa 15 aktuelle Branches auf der Software, auch eine Java-Applikation, 35 Millionen Zeilen Code und wurzeln beim Bild circa 15 Pakete raus. Wäre das auch ein Ansatz zum sowas umbauen? Oder müsste man da einen Ansatz machen? Du musst natürlich das dann wirklich aufteilen, ne? Also versuchen, die Software möglichst zu modularisieren. Das ist aktuell nicht möglich. Mm. Ja, genau. Die Dauerapplikation, die seit 1998 wächst. Ja, und genau. Also du kannst dann wirklich nur versuchen, das trotzdem irgendwie auch für den Bildprozess in Teile zu zerlegen. Also ein Bildprozess für einen Branch dauert bei uns aktuell 40 Minuten im Jenkins. Aber wir fahren dann eine große Umgebung mit aktuell 25 Nodes. Genau. Das funktioniert aber nicht so performant, wie wir es gerne hätten. Und das Ziel, was ich sehe, ist auch die Software natürlich dann zerbrechen. Und also es geht nur, indem du versuchst, weiter zu modularisieren, denke ich. Klar, funktioniert es. Du baust dann irgendwie 40 Minuten. Wenn du dann auch noch automatisch testest, dauern die Tests vielleicht sogar Stunden. Also ein kompletter Testlauf dauert 27 Stunden. Ja. Ne, dann kriegst du halt nicht mehr das schnelle Feedback, was du haben willst. Ne? Dann machst du ein paar Tests, die immer laufen. Die Software von der Krankenversicherung, also von der Offerte bis zum Leistungsabrechnung, alles drin. Ja. Wäre dann sehr wahrscheinlich schon so ein Ansatz, dass man da was mit ganz Platzbreite machen könnte. Aber wie wäre das Vorgehen, wenn ich da so eine, jetzt wirklich von der grünen Wiese anfangen will, in so einem größeren Projekt? Kann man sagen, das, was ich habe, evaluiere ich, schaue ich, was ich ersetzen kann, oder ich sage, ich beginne von Scratch und baue komplett das Neue? Also die aktuelle Architekturidee in der Richtung ist ja, Microservices zu entwickeln. Und eigentlich nicht auf der grünen Wiese anzufangen, sondern aus dem Projekt, ich sag mal, ein kleines Stück rauszuschneiden, wo ich gerade dran arbeite, und zu gucken, ob ich da so einen einzelnen Service rausziehen kann und der Rest bleibt halt erstmal der Monolith. Ne, und dann sukzessive immer weiter kleine Teilstücke rauszunehmen. Aber ich glaube, ich mache erstmal meinen Vortrag zu Ende. Ich habe einfach noch zwei zusammenfassende Folien und dann machen wir es in der Diskussionsrunde weiter. Also die Idee, die für mich dahinter steckt, ist eben von diesen beiden Silos Development Operations wegzukommen und ich sag mal in so eine Welt zu kommen, die so aussehen könnte, ich habe unten irgendwie eine Plattform, die wird mir von einem Operation zur Verfügung gestellt und oben drüber habe ich eben meine Anwendung, die vom Entwicklungsteam gemacht wird und für die das Entwicklungsteam dann auch schwerpunktmäßig verantwortlich ist, dass wir also nicht mehr hier diese
beiden Welten haben. Einerseits eine Infrastruktur, die häufig von den Entwicklern noch mitbetrieben wird. Da steht irgendwo auf dem Flur im Serverraum, im schlimmsten Fall unter irgendeinem Schreibtisch ein Server, auf dem getestet wird, der natürlich mit der Produktionsplattform relativ wenig zu tun hat. Und umgekehrt ist es eben so, dass das Operation hier eine Applikation verantwortet, aber letztendlich auch nur von der Applikation kennt, was halt dokumentiert ist. Und wenn man denen nicht sagt, ihr müsst das und das da monitoren, dann werden die auch nicht merken, wenn die Applikation nicht funktioniert, sondern man merkt es erst, wenn ein Anwender anruft. Und dann muss plötzlich der Entwickler auf die Plattform gucken, um festzustellen, was da kaputt ist. Ja, und unsere Idealvorstellung ist halt, in so eine Welt zu kommen. Ja. Mir fehlt irgendwie meine Folie über Diskussion. Beim Jenkins, kann ich da ein Golang-Projekt zum Beispiel bauen? Also zuerst der Jenkins-Server vorbereiten oder kann ich am Jenkins-Server ähnlich wie einem Docker-File sagen, was er alles installieren muss, dass er wiederum mein Paket baut, meine Software baut? Die Software, die ich benutze, um auf dem Jenkins, also auf dem Continuous Integration Server irgendwas zu tun, muss natürlich in irgendeiner Form auf diesem Server installiert sein. Wenn du jetzt Go machen willst und da einen klassischen Compiler hast, wird er wahrscheinlich auf dem Betriebssystem installiert sein und du kannst dann von Jenkins aus natürlich Shell-Skripte oder Shell-Kommandos aufrufen oder irgendwelche andere Kommandozeilen, Build-Tools, die dir das Projekt bauen. Ich weiß gar nicht, ist bei Go, benutzt man da Make? Bei Go haben die was Eigenes? Gibt es eigenen Go-Compiler? Ja. Also man würde das, was ich da alles mit Maven mache, im Prinzip mit anderen Kommandozeilen-Tools machen. Mhm. Und die müssen irgendwie alle auf der Plattform installiert sein. Die müssen installiert sein. Ja. Also es gibt bestimmte Sachen, die ich eben über Jenkins mit installieren kann, über die GUI, dass man eben sich sagt, ich möchte jetzt Maven von da und da runterladen oder Ansible und dann packt er das aus, aber letztendlich macht es mehr Sinn, das wirklich auf der Plattform zu haben und in Jenkins nur zu konfigurieren, da und da ist mein Ansible zum Beispiel oder da liegt mein dieses oder jenes Tool. Also zu der Frage, also zu meinem Docker, der supportet, also bei uns im Unternehmen, ich betreue das nicht, deshalb kann ich nicht das Detail wählen, aber wir nutzen Docker-Container für die Tests, da drehen, also die Applikationen, mit der wir arbeiten, ein bisschen fertig geschrieben, also auch das ist nicht wirklich ein Problem. Zumindest nicht aus diesem Blickwinkel. Von dem her, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, das man mit Jenkins nicht aufmacht. Ich glaube, es ist einfacher zu sagen, was nicht geht, beziehungsweise wahrscheinlich einfacher zu sagen, was nicht geht, als was geht. Da wie ist das online? Entschuldigung, sind das Ephemerale, also sind das Docker-Container, wo gleich wieder sich verschüssen, oder? Mhm. Okay. Und im Jenkins, dem kann man sagen, nimm ein temporäres Verzeichnis und löscht es wieder weg. Das tut er im Prinzip, ja. Also der legt immer ein Workspace an. Man kann konfigurieren, ob er versuchen soll, das Git immer komplett neu auszuchecken oder ob er versucht, das alte Ausgecheckte zu aktualisieren. Aber den eigentlichen Workspace, da sagt man auch, kann man auch konfigurieren, lass mir 5 Generationen davon stehen oder 10. Und der wird dann im Prinzip immer neu gebaut. Ja, und dann gibt es eben Plugins für alles Mögliche. Also dieses Ansible-Plugin ist halt nur ein Beispiel. Ich denke, für Docker, das geht auch über ein Plugin, dass man da so eine vorgefertigte Sprache, dann hat man in dieser DSL halt entsprechend Möglichkeiten, das aufzurufen. Ansonsten kann man eben letztendlich auch einfach nur Shell-Skripte oder Shell-Kommandos aufrufen. Quasi aus einem Bildartefakt ein gesamtes Paket schmiert.
Mhm. Also man kann vermutlich das über Pipelines modellieren, dass man eben den nächsten Schritt triggert. Dass man im Prinzip komplett so eine Pipeline auch durchläuft. Das machst du ja dann für mehrere. Und erst wenn alle durchgelaufen sind, dann triggerst du eine andere Pipeline letztendlich, die dir die Konfiguration dann macht, weil die anderen müssen ja alle abgeschlossen sein. Genau. Das geht. Also letztendlich ist das natürlich auch mit Groovy eine komplette Programmiersprache. Ne? Also man kann letztlich eigentlich da alles programmieren, aber ich denke, man sollte einfach dabei bleiben, dass da eben so Pipeline-Schritte, diese Stages drin stehen und die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Pipelines, dass man die dann wirklich als Abhängigkeiten im Jenkins, als Abhängigkeit zwischen Projekten definiert. So würde ich vorgehen, ohne das jetzt im Einzelnen gesehen zu haben. Also wir haben jetzt auch schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit diesen Jenkins-Konfigurationen, weil das ist halt irgendwo an einer anderen Stelle. Also ja. Deswegen finde ich das gut, dass in dieser Version 2 eben das über so ein einzelnes File gesteuert genau. ist, weil sonst hat man halt irgendwie eine Konfiguration, das ist dann nicht irgendwie versioniert, dann fummelt irgendjemand dran rum, da funktioniert nichts mehr. Ja. Also es gab da irgendwie so ganz komische Workarounds. Also letztendlich diese Konfiguration, die man da über die Browser-Oberfläche konfiguriert, landet in so einer XML, Config-XML, glaube ich, heißt die, im Jenkins. Und dann gab es eben so Workarounds, dass man für verschiedene Branches und sowas sich so eine XML, so eine Jenkins-Konfiguration quasi generiert hat über Tools. Das waren also alles ziemlich, ich sag mal, hanebüchene Dinge. Heute gibt es da wirklich Plugins, die... mit denen man sagt, geh auf dieses Repository oder geh da auf meinen GitHub-Account und dann guckt er sich durch, was gibt es da für Repositories, guckt, ist da so ein Jenkins-File drin und alle Branches oder Repositories, die er findet mit so einem Jenkins-File, die nimmt er dann automatisch in seine Jenkins-Konfiguration auf und pollt die dann eben entsprechend. Aber das ist für die Pipeline, oder? Ja. Gibt es inzwischen eigentlich bessere Dokumentation, als das gerade mit 2.0 rausgekommen ist? Weil damals war es ja fast unmöglich herauszufinden, was das überhaupt in die Files rein muss. Also die Konfiguration ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Was es gibt, ist so ein Tool, mit dem man so ein bisschen sich diese Dinger zusammenklicken kann. Ich probiere mal, ob ich das auf Anhieb hier zum Leben erwecke. Bitte, um das relativ kurz zu halten. Ah, die Zeit ist um, ja. Also es gibt hier dieses Pipeline-Syntax. So, und dann kann ich hier eben mir die vorhandenen Plugins anzugucken und muss da nicht ganz so schlimm raten, was man da tut. Also hier Ansible, Git. Man findet dann eben für die Sachen, die da als Plugins konfiguriert sind, dann so ein bisschen Hilfe, was gibt es da für Parameter und kann sich das dann per Cut and Paste in so ein Jenkins-File zusammenbauen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Und wir bedanken uns bei Ihnen. Dankeschön, ein ja. kleines Präsent. Ah, und, wenn das Wetter schlechter wird, Dankeschön. Ja, das muss man rechnen, es kommt der Winter. Ja. Und wir hoffen, dass Sie uns wieder mal besuchen. Mit einem ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke.